Bei uns ist Dietrich Wersig, der Fraktionsvorsitzende der CDU und Spitzenkandidat. Herr Wersig, ein harter Abend für Sie, oder? Ja, das ist schon eine Enttäuschung für uns alle. Wir haben so gekämpft, 6 Wochen fast auf der Straße gelebt. Das ist dann schon enttäuschend, dass wir zwar viel Respekt und Anerkennung, aber wenig Stimmen bekommen haben. Woran hat es gelegen? Also das eine ist natürlich, dass es keine Wechselstimmung in Hamburg gab. Es ist fast nur darüber gesprochen worden, dass alle den Bürgermeister behalten wollen. Ähnliches haben wir ja umgekehrt auch 2004 schon mal erlebt, wo wir dann die absolute Mehrheit bekommen haben. Das andere ist aber auch, dass es für die Union offenbar keine Gestaltungsoption gab. Der Bürgermeister hat viele CDU-Anhänger auch mit der Drohung, mit den Grünen zusammenzuarbeiten, für sich gewinnen können. Und sicherlich ist auch nochmal der eine oder andere zur FDP gegangen, um die FDP zu retten. Gab es auch Fehler Ihrer Kampagne? Also das wird man besprechen, analysieren müssen, woran es im Einzelnen gelegen hat. Aber ich glaube, die Rahmenbedingungen ohne Machtoption, ohne Wechselstimmung nach 4 Jahren Bürgermeister Olaf Scholz, das dürften die Hauptgründe gewesen sein, dass es uns nicht gelungen ist, die eigenen Anhänger zu mobilisieren und wir so eine niedrige Wahlbeteiligung hatten. Das schlechteste Ergebnis 2011 nochmal um 5 oder 6 Prozentpunkte unterboten. Was bedeutet das für Sie persönlich jetzt? Das ist für uns alle bitter. Wir wissen ja auch noch nicht, wer im Einzelnen im Parlament ist. Wir müssen natürlich auch nochmal das Endergebnis abwarten. Das ist ein bisschen schwierig aufgrund des Hamburger Wahlrechts. Das ist für uns alle bitter. Wir sind aber die größte Oppositionskraft und wir wollen das auch in Verantwortung für die Stadt wahrnehmen. Es braucht auch eine starke Opposition. Wollen Sie denn weiterhin Fraktionsvorsitzender sein? Auch darüber werden wir sprechen, welche Konsequenzen wir daraus ziehen. Ich bin angetreten, ich bin bereit, auch Verantwortung zu übernehmen. Ole von Beust hat auch viele Anläufe gebraucht, um Bürgermeister zu werden, aber er hat nie so ein schlechtes Ergebnis gehabt. Wie sehen Sie denn Ihre Chancen, 2020 nochmal anzutreten? Also ich glaube, dass es am Wahlabend 2015, wo noch nicht mal das Endergebnis feststeht, wirklich zu früh. Darum geht es, glaube ich, heute noch nicht. Was mich sehr bewegt hat, wir haben in den vergangenen Wochen fast nur über Umfragen gesprochen und wir haben eben nicht über die wichtigen für Hamburg wichtigen Zukunftsthemen gesprochen. Damit sind wir nicht durchgedrungen und ich befürchte, dass das auch mit dazu beigetragen hat, dass wir eine so geringe Wahlbeteiligung in Hamburg hatten und das muss, finde ich, auch alle nochmal zum Nachdenken bringen. Nun gibt es ja, die CDU hat einen sehr liberalen Kurs hier in Hamburg gefahren. Nun gibt es ja einige, die sagen, also wir müssen mehr klare Kante zeigen, dann hätten wir die AfD verhindern können, die jetzt drin ist. Wir müssen mehr auf innere Sicherheit setzen. Gibt es da eventuell einen Kurswechsel künftig bei der CDU? Nein, das halte ich alles für Spekulation. Wir sind eine breit aufgestellte Partei. Wir haben die Themen Sicherheit in den Mittelpunkt gerückt. Wir haben aber genauso das Thema Wirtschaft, Wissenschaft in den Mittelpunkt gerückt, das Thema Verkehr. Wir sind nicht Schmalspur gefahren, aber wir waren fast die Einzigen, die wirklich über die Inhalte und die Zukunft gesprochen haben, während alle anderen, insbesondere der Bürgermeister, über die Frage von Koalition oder Nicht-Koalition gesprochen hat. Aber Sie haben rechts der AfD Platz gelassen, offenbar. Naja, das erleben wir überall in Deutschland. Das sind Unzufriedene aus allen Lagern. In Hamburg sieht es ja zumindest aus, als sei es knapp der Fall. Aber für mich, für die Union, ist eine Partei, die euroskeptisch ist, europaskeptisch ist, gerade für die Hansestadt, kein Partner und das ist auch keine Haltung, mit der man in der Stadt oder Gutes für unsere Stadt tun kann. Und deswegen werden wir sicherlich jetzt nicht auf einen euroskeptischen Kurs umschlagen. Wie erholen Sie sich selber jetzt von diesem Wahlkampfstress in den nächsten Tagen? Gibt es überhaupt eine Möglichkeit, da mal so ein bisschen runterzukommen? Also mal gucken. Es war jetzt in der Tat sehr anstrengend. Manchmal weiß man gar nicht mehr, welcher Wochentag ist. Heute ist Sonntag. Das weiß ich, aber wenn man so 6 Wochen unterwegs ist. Aber wir werden in den kommenden Tagen auch noch viel miteinander bereden, beraten. Und eine Ruhephase oder so wird wahrscheinlich erst zum Wochenende einkennen. Alles klar. Herzlichen Dank, Herr Wersig.